Auf der Urologie übernimmt Dr. Volker Racho den 19-jährigen Tom aus der Notaufnahme. Der Arbeitssuchende wurde von seinem älteren Bruder Jan mit einem delikaten Problem in die Klinik gebracht. Seit 2 Stunden haben Sie die Erektion und die ist ganz plötzlich gekommen, oder? Genau, ich habe seit 2 Stunden und geben Sie mir ruhig mal die Jacke. Und Schmerzen haben Sie? Schmerzen, wir wollten heute Morgen mit joggen gehen, wollte ich mit meinem Bruder gerade joggen gehen. Ja. Vor 2 Stunden. Irgendwas vorgefallen, irgendwelche Medikamente genommen, hatten Sie einen Unfall, sonst gar nichts, irgendwas? Gar nichts. Ich kann es mir nicht erklären. Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Operationen schon mal gehabt, irgendwas? Nein. Eine Dauererektion oder Priapismus ist eine sehr ernsthafte urologische Erkrankung, ein dringender Notfall und sollte sofort behandelt werden, da es sonst zu dauerhaften Erektionsproblemen kommen kann. Was jetzt der Grund bei unserem Patient war für die Dauererektion, wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also, damit ist nicht zu spaßen, ja? Das ist gar nicht gut, wenn so eine Erektion ohne irgendwelche Reize, wenn die länger als 2 Stunden besteht. Ja, das ist ein sogenannter Priapismus oder eine Dauererektion. Priapismus, was? Wir müssen da was machen. Das ist einfach nicht gut für die Durchblutung des Penis. Ja, und im schlimmsten Fall kann das gefährlich sein für die Erektion. Das heißt, ich bin erst 19 Jahre alt, ich kann jetzt nicht... Ja, das ist umso wichtiger, weil Sie 19 Jahre alt sind, ja, und den noch ein bisschen gebrauchen wollen, ja, ist, dass wir da jetzt schnell handeln. Okay. Ja, wir müssten ein Medikament in den Penis spritzen. Was? Aber ja, wie gesagt, das ist eine kleine Nadel, das hört sich viel schlimmer an, als es ist. Aber die Erektion ist Ihnen wichtig, oder? Ja. Tom, jetzt mal ohne Scheiß. Hast du irgendwas genommen? Potenzpillen? Oder Drogen? Ich meine, du hast das letzte halbe Jahr nur gefeiert. Der Verdacht oder so? Sie meinen, er hat viel gefeiert. Ich weiß es nicht. Was? Entschuldigst du mich an? Was soll ich denn genommen? Nein, aber es kann doch sein. Oder beim Sport dahin. Ist es irgendwie. Ja, also dass das damit zusammenhängt. Ist ja jetzt egal. Sie sagen, ich Sie haben nichts. Ich nehme doch nichts. Bist du verrückt? Ganz ruhig. Guck, Sie sagen, mich doch an. Siehst du, wo handeln bin ich irgendwie. Ganz ruhig. Ja, Sie sagen, Sie haben nichts genommen. Ja? Okay. Wir haben dann in den Schwellkörper etwas gespritzt, ein adrenalinhaltiges Medikament, das dafür sorgt, dass sich die Blutgefäße zusammenziehen und die Erektion abschwillt. Also, wir müssen das Ganze jetzt mal eine Zeit lang einwirken lassen. Ja. Ja, Ihre Werte werden überwacht und wir warten ab. In vielen Fällen hilft das schon, dieses Mittel, was ich gespritzt hatte, und die Erektion geht zurück. Okay. Ja? Das heißt, wir würden einen kleinen Moment. Ich habe jetzt nicht viel Zeit, also wie lange wird das denn dauern? Ihre Erektion ist Ihnen ja wohl wichtiger als vielleicht irgendein Termin. Ja? 130 zu 80. Okay, danke. Ja, also das ist im Moment das Wichtigste, dass es Ihnen wieder besser geht. Ja? Deswegen bleiben Sie einen Moment hier liegen und wir kommen gleich nochmal und gucken, ob das schon besser ist. Okay. Okay. Ja? Ja? Ja, gut, es geht nicht anders. Warum Tom derart unter Zeitdruck ist, verrät er weder Bruder Jan noch dem Arzt. Seit seinem Abitur vor einem halben Jahr lebt der 19-Jährige einfach in den Tag hinein. Doch heute ist ihm etwas so wichtig, dass er die Anweisungen von Dr. Racho missachtet. Hallo, wir wollen gerade zu Ihrem Bruder, ja? Ja, da wollte ich auch hin, der ist nicht mehr da. Der wollte kurz telefonieren vor der Türe, jetzt ist er weg. Okay. Hinten ist er nicht, da habe ich geschaut. Ja, komm, wir suchen mal. Ja. Da hinten waren Sie jetzt schon komplett. Ja, da habe ich geguckt, der ist er nicht mehr. Habt ihr einen Herrn Maurer gesehen irgendwo, die jungen Patienten? Der Patient war dann aus seinem Zimmer verschwunden, er war nicht auffindbar. Und er hatte natürlich die strikte Anordnung, liegen zu bleiben. Und das war auch wichtig, weil es zum Beispiel auch zu Kreislaufproblemen kommen kann durch das Medikament, was wir gespritzt haben. Und dann mussten wir den Patienten erstmal suchen. Was soll denn jetzt noch so wichtig sein, Herr Maurer? Konzentrier dich ein bisschen. Weißt du, genau deswegen höre ich immer vom Papa, ja, pass auf deinen kleinen Bruder auf, halt ihn auf Kurs. Ich habe vielleicht auch gewisse Dinge, die ich zu tun habe. Ja, aber es ist nicht wichtiger als das hier. Können wir uns das Ganze jetzt erstmal im Behandlungszimmer angucken? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen da bleiben und da gehen wir jetzt erstmal wieder hin zurück. Ja? Kommen Sie einmal mit. Das erlebt man häufiger, dass Patienten wichtige Termine haben, die dann für sie auch wichtiger sind als ihre Gesundheit. Kann man als Arzt natürlich nicht so wirklich verstehen und ist halt manchmal auch ein bisschen nervig. Also, das ist schon noch da. Ja? Man sieht, dass es ein bisschen, oder man fühlt, dass es ein bisschen schwächer geworden ist. Ach, das geht ja? doch. Aber wir müssten dann noch einmal mit der Spritze ran. Ja? Wie? Nee, Sie sehen doch, dass das gut ist. Nee, das nee, doch einfach. Ne? Hey, passen Sie mal auf. Ja? Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist denn jetzt los? Was war das denn? Alles jetzt? In Ordnung? Das nach der ersten Spritze wurde das Ganze etwas besser. Noch nicht komplett rückläufig. Da habe ich mir noch keine Sorgen gemacht und wollte dann eigentlich eine zweite Spritze verabreichen. Und dann ist er aber ja umgekippt, als er von der Liege aufstehen wollte. Was ist denn mit Ihren Beinen los? Ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht, ich habe seit... Ja. Seit ein paar Tagen Schmerzen am Bein. Schmerzen, kribbelt das? Ja, haben Sie irgendwelche Gefühlsausfälle? Merken Sie alles? Es ist komplett taub teilweise und... Ja. Ich wollte Ihnen das jetzt nicht sagen, weil ich meine, das... Okay, aber das wäre vielleicht wichtig gewesen. Aber... Ja. Ist sonst irgendwas beim Sport vorgefallen? Haben Sie sich übernommen oder irgendwie, dass das daherkommen kann? Ja, beim Sport, also... Legen Sie sich mal ganz, sein, ganz flach hin, ja? Legen Sie sich mal zurück. Okay. Das kann sein, aber ich... So. Wenn ich hier streiche, merken Sie das? Ja, ja. Das merken Sie? Ja, ja. Okay. Und auf der anderen Seite? Da nicht, nee, nee. Nee, nee. Okay, da ist nicht so. Und können Sie das Bein ganz normal bewegen? Ja, es geht, aber ich habe dieses... Nicht Taub- so wirklich. Ich habe dieses Taubgefühl. Und das kribbelt. Ja, es kribbelt ja. Und taub. Okay. Ich würde da gerne einmal einen Kollegen noch hinzufügen, ja? Weil das kann auch sein, dass das gar kein urologisches Problem ist oder halt nur das Symptom urologisch ist. Ja. Sowas kann auch zum Beispiel schon mal beim Bandscheibenvorfall sein. Die typischen Symptome eines Bandscheibenvorfalls sind Schmerzen oder auch Gefühlsstörungen bis hin zu Lähmungserscheinungen. Und wenn das Ganze dann im Genitalbereich auch ist, wie beim Patienten, dann ist das eine dringende Indikation, um da weiter zu schauen, also ein MRT zu machen und gegebenenfalls für eine Operation. Also der Kollege meint auch, das Ganze könnte auch ein Bandscheibenvorfall sein. Und deswegen müssen wir ein MRT machen, um uns da genauer das anschauen zu können. Keine Ahnung, ich habe jetzt wirklich keine Zeit für eine MRT oder so. Verstehen Sie? Können Sie mir nicht... Ja, es geht um Ihre Gesundheit und nicht um Ihre Zeit. Nein, wir machen jetzt keine Spritze, wir wollen das Ganze heilen. Ja? Echt? Wir müssen also, da vorher rausfinden, was es genau ist. Und deswegen müssen wir das MRT machen. Tommy, ja? Komm schon, du hast gerade keinen Job, keinerlei Verpflichtung. Du genießt doch hier deine Zeit. Nimm das ernst. Ey, pass mal auf. Ich habe Dinge zu tun. Du siehst nur das, was du sehen willst. Aber ich hab noch ein Leben. Wie gesagt, Ihre Termine, also ich hoffe, dass Ihnen die Gesundheit wichtiger ist. Ja, okay, wenn... Ja, und wenn so eine Erektion noch länger andauert, ja, dann kann sowas auch schon mal dazu führen, dass Sie nie wieder eine Erektion haben. Und das möchten Sie sicher nicht. Ja? Nein, das geht echt nicht. Okay. Ich war froh, dass ich den Patienten dann letztendlich doch zum MRT überreden konnte, wo sich dann der Bandscheibenvorfall gezeigt hat, ein stiller Bandscheibenvorfall. Das heißt, der Patient hatte keine extremen Schmerzen, hatte aber schon eine milde Symptomatik. Und da galt es dann, ihn schnell zu operieren. Nachdem Dr. Racho Tom an die Chirurgen übergeben hat, widmet er sich seinem nächsten Patienten. Buchhalter Leon wurde von seiner neuen Freundin in die Klinik gebracht, weil sie beim ersten Liebesspiel etwas Ungewöhnliches an dem 23-Jährigen entdeckt hat. Dann erzählen Sie doch mal genau, was Sie beunruhigt. Ja, also mein Freund hat Probleme mit seinen Hoden. Ja, also ich will jetzt nicht angeben oder so, aber wir waren halt gestern ein bisschen dabei so, und da hat sie halt... Das ist jetzt kein Duo, sondern ein Trio, sag ich mal. Okay. Das ist ein Sportfreund mehr. Also, es gibt's ganz selten mal, dass man drei Hoden hat. Ja? Ich guck mir das erstmal an, weil das ist wirklich sehr selten. Ja? Das ist doch geil. Schmerzen oder sonst, ja. Einer ist besser als, drei sind besser als einer. Ne? Je mehr, desto besser, oder? Haben oder nicht haben. Wir gucken uns das Ganze an, ja, und dann schaue ich, was das ist. Der junge Patient Leon, der kam und ein bisschen stolz und dachte, er hätte drei Hoden und dachte, das wäre was Gutes. Das gibt es schon mal, aber es ist ein sehr, sehr seltenes Krankheitsbild. Und dass das plötzlich kommt, ist eigentlich unmöglich. Deswegen habe ich da gedacht, dass da schon was anderes hintersteckt. Ja, da ist was, was da nicht hingehört. Ich würde da einmal einen Ultraschall machen. Ja. Okay. Ist es jetzt gut oder schlecht? Das sehe ich jetzt, was es genau ist. Ja. Okay. Also Ultraschall ist einfach nur, dass ich da reingucken kann mit diesem Gerät, was da im Körper los ist. Okay, also kein Krebs, AIDS oder so? Ich guck mir das Ganze an und dann, ja, also AIDS haben sie auf jeden Fall nicht, wenn sie da eine Schwellung haben. Okay. Ja. Leon stolz auf seinen dritten Hoden weicht der Unsicherheit. Dankbar, dass seine Freundin ihn zum Arztbesuch gedrängt hat, hofft der 23-Jährige, dass Dr. Racho bei der Ultraschalluntersuchung nichts Bösartiges entdeckt. Ja, und da sieht man so eine kleine Wasseransammlung. Ja, also eine Zyste. Und das ist, glaube ich, das, was Sie gestern getastet haben. Ist das was Schlimmes? Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ja, das kann man schon mal an der Niere haben, das kann man an der Leber haben. Das ist einfach eine Wasseransammlung im Körper mit so einer kleinen Hülle drumherum und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Da so eine Zyste nichts Schlimmes ist, muss man die eigentlich gar nicht behandeln, wenn die keine Probleme macht. Das heißt, wenn einen das aus optischen Gründen stört oder weil er Schmerzen hat,
ob in Ruhe oder beim Geschlechtsverkehr, dann sollte man das behandeln und kann die Zyste in einer kleinen OP entfernen, aber wirklich erst, wenn es Probleme macht. Haben Sie sich irgendwie, weiß nicht, verletzt mal da unten beim Sport oder irgendwas? Also ich habe da mal einen Ball gegen bekommen, das tat auch gut weh. Das war am Hoden? Ja, das war schon in... Wie lange ist das her ungefähr? Ein paar Wochen. Ein paar Wochen, okay. Das kann aber zeitlich zusammenhängen. Und dass dadurch, durch diese kleine Verletzung vielleicht, diese Zyste entstanden ist. Okay. Das könnte die Ursache sein. Genau weiß ich es nicht. Es kann auch angeboren sein. Aber da Sie es bis jetzt nicht bemerkt haben, oder Sie auch nicht, ja, könnte ich mir gut vorstellen, dass das deswegen kommt. Okay. Trotzdem ändert es nicht an der Sache. Ja, wir werden das einfach, oder der niedergelassene Kollege wird das beobachten und ab und zu dann mal einen Termin machen, wenn Sie Schmerzen haben, wenn das größer wird, irgendwelche Probleme, dann noch mal einen Termin in der Urologie machen. Aber so brauchen wir da nichts machen. Okay. Eine Verletzung am Hoden nach Sport oder nach einem Unfall kommt relativ häufig vor, gerade im jungen Alter, und sollte, wenn die Schmerzen extrem sind und nicht weggehen, natürlich sofort behandelt werden. Da im schlimmsten Fall auch eine innere Verletzung des Hodens der Fall sein kann oder auch eine Verdrehung des Hodens. Und da sollte man schon schleunigst zum Arzt gehen. Leon ist dem Rat des Arztes gefolgt und lässt die Zyste jetzt regelmäßig von seinem Urologen kontrollieren. Am nächsten Morgen hat Dr. Racho auch für seinen Patienten mit dem Bandscheibenvorfall gute Neuigkeiten. Doch der 19-Jährige scheint erneut heimliche Telefonate zu führen. Ich habe mit dem Kollegen gesprochen aus der Orthopädie, der meint auch, ja, OP wirklich komplett komplikationslos, minimalinvasiv, ganz, ganz kleiner Schnitt, merke selber nur ein kleines Pflaster hinten. Ja, okay. Ist denn, wie ist mit der Erektion, da Probleme jetzt immer gehabt, also ungewollte Probleme? Die stetige, die ich hatte, die ist komplett weg. Ja. Und heute Morgen hatte ich eine normale Erektion. Perfekt. Ist das jetzt schlimm? Nein, oder? Wunderbar. Das zeigt, dass es funktioniert, dass Sie da keinen dauerhaften Schaden bekommen haben. Ich würde es mir noch einmal angucken. Okay. Ja? Ja, musst du die Messlatte wieder selber hochlegen. Ja? Nach der OP hatte ich einen eigentlich ganz guten Eindruck von meinem Patienten oder von unserem Patienten. Das Team der Orthopädie hat das wunderbar gemacht. Der Patient hatte keine Beschwerden mehr. Die Erektion hat auch auf normalem Wege geklappt. Er war erleichtert. Also eigentlich alles wunderbar. Wissen Sie schon, wann ich raus kann? Oder kann ich müsste ich mit den Kollegen besprechen. Ja, das ist nicht meine Station. Hast du dich bei einer Modelagentur beworben? Den würde ich sogar annehmen. Das würde ich machen, ja. Okay. Ja, okay. Okay, super. Dankeschön. Dankeschön. Okay, noch Termine, dann geht's dir besser. Ich denke auch. Der und? Ja, das ist Sache. Pass auf, ey. Ich wollte es euch noch nicht sagen, Papa und dir, weil ich wusste, ihr lacht mich eh aus. Ich habe mich bei verschiedenen Modelagenturen beworben und ich wusste, das wird noch nichts. Aber hey, ich habe jetzt einfach das Angebot bekommen und ey, ich bin dabei. Ja, ey, krass. Also willst du richtig in die Richtung Model gehen? Ja, und es war mir halt peinlich, euch das schon zu sagen, weil ich wusste nicht, wie ihr darauf reagiert. Nein, ey, alles gut, das passt zu dir. Deswegen machst du so oft Sport. Macht Sinn. Ja? Ja, ich bin dafür. Aber passen Sie ein bisschen auf. Ja? Vielleicht haben Sie es auch mit dem Sport übertrieben und deswegen sich den Bandscheiben... Vorfall da geholt. Ja, das kann gut sein, ja. Ich werde versuchen, das ein bisschen zu regulieren. Tom hat sich gut von seiner Bandscheiben-OP erholt und bereits erste Aufträge als Model. Seinem Vater und Bruder Jan hat der 19-Jährige versprochen, zusätzlich eine Ausbildung zum Fitnesskaufmann zu machen, um einen sicheren Beruf in der Hinterhand zu haben.